Moin Leute und willkommen zum neuen Kodiervideo. Heute will ich euch was zeigen, was absolut nicht für den Straßenverkehr gedacht ist. Und zwar ist das die Deaktivierung des Gurtwarners. Ist natürlich absolut unzulässig und verboten und wirklich nur für diejenigen gedacht, wo der Gurtwarner vielleicht kaputt ist und dauerhaft piept. In dem Fall natürlich sofort die Werkstatt aufsuchen, das sollte klar sein. Aber wie man den Warnton während der Fahrt deaktiviert, das zeige ich euch jetzt. Los geht's. Okay, Gurtwarner deaktivieren. Wie gesagt, nochmal strengstens verboten, aber geht wie folgt. Ihr ruft die Steuergeräte auf und sucht dann nach Steuergerät 17, dem Schalttafeleinsatz. Geht dann hier in die Anpassung und relativ simpel sucht hier nach Gurtwarnung. Und da steht schon Gurtwarnung deaktivieren und setzt dann den hier von Nein auf Ja. Okay, bestätigen. Motorhaube muss geöffnet sein. Dann unten auf den grünen Haken, warten, bis er die Kodierung übernommen hat. Und jetzt wird es keinen Pieps mehr geben während der Fahrt, wenn ihr nicht angeschnallt seid. Okay, das war's. Ich freue mich natürlich sehr über ein Abo, ich freue mich sehr über ein Like und über einen Kommentar. Und wenn ihr auf der Suche seid nach noch mehr Golf 8 Kodiervideos bzw. Golf 8 Plattform Kodiervideos, dann guckt gerne auf meinem Kanal vorbei. Da haben wir mittlerweile schon einiges abgelichtet. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal vorbeischaut und bis dann.